Hallo zusammen, ich habe hier einen Ford Transit und hier drin steht ein Transcooler 1340. Das Datenblatt verlinke ich euch natürlich unten drin. Und das ist ein normaler Kühlung von plus 2 bis plus 5 Grad. Und wir bringen hier solche Eurokisten in der Länge 2 Stück rein. So. 3 Stück, das heißt 5 Stück im Grundmaß, 4 Stück übereinander, das sind 20 Kisten, so E2 Kisten mit 20 cm Höhe. Sonst gibt es hier nicht viel dazu zu sagen. Wir schauen das von hinten her an oder von der Seite. Wir sehen hier das Aggregat. Ich hatte natürlich logischerweise vorher die Türe offen, durch das haben wir jetzt 10 Grad, die Temperatur steigt sofort an. Wir haben hier die Bedienung, wir können hier die Temperatur einstellen, ja, sonst diverse Sachen, aber in der Regel nur die Temperatur. Ich habe hier simuliert, der braucht 24 Ampere auf 12,7 Volt, der Motor steht. Jetzt habe ich den Motor gestartet und wir haben hier eine Spannung von 12,9 Volt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Gas geben, so mittlere Drehzahl, passiert nichts. Wir haben immer noch 12,6 Volt. Und wir machen jetzt den Motor wieder aus. Und jetzt fällt die Spannung zusammen auf 12,4 Volt. Also wir haben hier verdrahtet 16 Quadratkabel und die Batterie sitzt unterm Fahrersitz. Das Kabel ist hier also gut 2 Meter lang. Und wenn wir jetzt den Motor wieder starten, ja, den Motor starten, auf Kupplung drücken. Ja, Kupplung drücken, dann geht die Spannung hoch und wir sehen jetzt, dass hier kurzfristig die Spannung hochgeht auf 14,4 Volt und dann geht es im Moment, wir können auch ein bisschen Gas geben noch und wir sehen jetzt, wie die Spannung wieder auf 12,7 Volt, jetzt 12,9 Volt zusammensackt. Also wir haben jetzt hier keine 14 Volt mehr, sondern nur 13 Volt auf der Batterie. Ihr habt vorher gesehen, die Kühlmaschine läuft voll durch. Das ist das Problem mit den heutigen ökobetriebenen, weiß ich was, Energienormen, dass wir solche scheiß Fahrzeuge haben, die keine 14 Volt mehr liefern. Ja, das ist es gewesen von diesem Transcooler 1340 und von der Spannungsproblematik, die wir haben in neuen Fahrzeugen, dass wir keine 14 Volt mehr haben, wenn wir fahren, sondern nur noch 12,7. Durch das haben müssen wir dickere Kabel haben, oder eine zweite Batterie im Laderaum mit Ladebooster und so weiter. Nur weil die Spannung heute rauf und runter geregelt wird. Wenn wir jetzt hier fahren mit dem Fahrzeug und bremsen, einfach nur so bremsen, dann geht die Spannung hoch, dass die Lichtmaschine das Fahrzeug abbremst, das Fahrzeug ökologischer ist. Und wenn ich mir denn denke, wenn ich hier auf der Straße bin, wie will das hier sinnlos durch die Gegend fahren, die brauchen Treibstoff, aber das ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch von diesem 1340 und den Ford Transit einen schönen Tag.